Genau, ich bin Judith, ich bin 30. Ich bin mega gerne im Entlechleben. Ich habe als Teilnehmerin teilgenommen und unterdessen bin ich Gruppenmoderatorin. Willst du etwas dazu sagen, wie du überhaupt in das Thema hineingekommen bist, dass du Hilfe brauchst? In meiner Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt. Und durch die Jahre bin ich mega bitter geworden in meinem Herz. Und das Thema vergeben habe ich gar nicht wollen. Und im Entlechleben hat es mich halt sehr freigesetzt in dieser Gruppe, eben, dass ich erzählen darf. Und es ist nicht kommentiert worden. Es ist nicht schlimmer gemacht worden, als es ist, aber es ist auch nicht belächelt worden. Und es ist ernst genommen worden und die Frauen haben das wie mit mir ausgehalten. Ich finde es mutig. Erzählst du darüber? Also wie hast du es geschafft, überhaupt von so einer krassen Geschichte zur Vergebung zu kommen? Im Entlechleben sind so die ersten drei Schritte, geht es um Kapitulation. Und ich merke für mich, das ist so wichtig. Dass ich sehe, hey, ich brauche Hilfe und ich kann das alleine nicht. Und durch das ist wie die Mitte offen für Gott zum Wirken.